Hallo liebe Freunde, Diego hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Seid ihr einigermaßen ins neue Jahr gut gerutscht? Hoffentlich ja. Einen regelrechten Ausrutscher hat gerade Berlin erlebt, und zwar in der Silvesternacht. Wer dachte, dass Silvester 2015 in Köln ein Einzelfall oder der Zenit gewesen wäre, wurde diesmal eines Besseren belehrt. Und die Reaktionen des Mainstreams, also von Politikern, Journalisten und Influencern, die kennen wir mittlerweile. Ich zitiere ein paar Beispiele. Das war schon immer so. Schuld daran sind die Böller. Der soziale Frust ist das Problem. Und nach 2 Jahren Corona-Maßnahmen wollten die Jungs ein bisschen Dampf ablassen. Das Beste kommt von einer gewissen Franziska Giffey. Ich zitiere einen Tweet von ihr. Der Neuköllner Feuerwehrmann Ali, wissen Sie, was der von dieser Gewalt hält, der ist auch entsetzt. Die CDU fordert gerade, die Vornamen der Tatverdächtigen müssen offengelegt werden. Viele werden dadurch zu Unrecht ausgegrenzt und stigmatisiert. Ja, abermals pass pro toto. Also ein positives Beispiel für das negative Ganze, damit das wahre Problem ausgeblendet wird, unter den Teppich gekehrt wird, wie immer halt. Und ja, das wahre Problem ist die Inkompatibilität solcher Migranten aus bestimmten Kulturkreisen. Und die Lösung ist einfach, aber politisch nicht gewollt. Wir haben hier mit Straftätern zu tun. Und in solchen Fällen bietet sich eine pragmatische und sehr effektive Lösung an, und zwar die sofortige Inhaftierung und danach die Abschiebung der Täter. Und zwar ohne irgendein Abkommen mit den jeweiligen Herkunftsländern. Punkt. Denn es ist offensichtlich, dass es in Deutschland nicht immer so war, auch in Berlin nicht. Dass nicht die Böller daran schuld sind, dass nicht der soziale Frust das Problem ist und die Corona-Maßnahmen nichts damit zu tun haben. Nun will Nancy Faeser sogar das Waffenrecht verschärfen im Sinne einer Bedürfnisregel auch für Schreckschusswaffen. Es gibt eigentlich kein Bedürfnis für Schreckschusswaffen außer Selbstverteidigung und die gilt normalerweise in Deutschland eben nicht als Bedürfnis. Aber Frau Faeser vergisst wissentlich und willentlich, wer in der Silvesternacht Schreckschusswaffen mit oder ohne Abschussbecher für Pyrotechnik auf Menschenhöhe abfeuerte und natürlich auch auf Rettungskräfte und so weiter. Und selbst wenn diese Leute ordnungsgemäß den kleinen Waffenschein haben, dann ist dieser keine Schießerlaubnis, schon zweimal keine Erlaubnis zum Schießen auf Menschenhöhe. Aber wisst ihr was? Das ist gut so. Ja, die Linksgrünen sollen eigentlich alles verbieten. Gewisse Leute werden sich sowieso niemals daran halten. Und dazu noch, bitte so schnell wie möglich nur Wind und Sonne. Ja, der Strom muss ausfallen, und zwar unkontrolliert und für mehrere Wochen, allerdings nicht jetzt. Am besten wäre nach Kriegsende in der Ukraine, so hätten die Linksgrünen keine Ausrede mehr für das Scheitern der sogenannten Energiewende oder Green Deal oder was auch immer. Erst und nur dann wird das deutsche Schaf, Entschuldigung, der verdient keinen anderen Titel, der durchschnittliche Deutsche, erst dann und nur dann wird das deutsche Schaf einigermaßen begreifen, sozusagen kapieren, dass linksgrüne Medien, Politiker und Influencer, also alle diese sogenannten Progressisten, dieses Land und das Volk selbst ruinieren. Erst und nur dann und keine Sekunde davor. Offensichtlich braucht der durchschnittliche Deutsche 4 Dinge,
um wachgerüttelt zu werden. Und da erwarte ich nicht, dass er danach irgendwie ins Internet schaut oder wie auch immer, sondern dass er auf alle Fälle kapiert, was tatsächlich läuft. Also er braucht vier Dinge. Einen leeren Kühlschrank, einen leeren Geldbeutel, eine eiskalte Wohnung und einen dreckigen Arsch. Weil wenn der Strom ausfällt, nicht mehr die Klospülung, nicht mehr die Dusche und so weiter funktioniert. Punkt. Also, linksgrüne Akzeleration sofort, so schnell wie möglich. Etwas anderes kommt nicht in Betracht. Man kann reden, man kann versuchen zu posten, zu klären, mündlich, schriftlich, wie auch immer. Die breite Mehrheit hört nicht zu. Das ist das Problem. Also, in diesem Sinne, liebe Freunde, tut mir leid, ich sehe die Situation so. Ich bitte euch trotzdem, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke bitte nicht zu vergessen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.